willkommen, liebe Margaret Rasfeld. Schön, dass wir heute miteinander sprechen. Du bist ja Schulleiterin im Unruhezustand, wie ich sagen würde. Und zwar kämpfst du schon seit vielen, vielen Jahren dafür, dass sich Schule und Bildung verändert in Deutschland. Unter anderem als Schulleiterin von der evangelischen Schule Berlin Zentrum, die du vollkommen anders aufgebaut hast und wo man mal sehen kann, wie Schule eigentlich auch noch aussehen kann. Nämlich natürlich viel schöner und besser. Und hast die Initiative Schule im Aufbruch gegründet, die sich eben auch dafür einsetzt, dass möglichst viele Schulen deinem Beispiel folgen. Ja, und ich freue mich riesig, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Und meine erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, stell dir vor, du könntest alles tun in dieser Welt. Was wäre das, was du als erstes ändern würdest? Ich würde alles dafür tun, dass Kinder und Jugendliche viel mehr partizipieren können, viel stärker eine Stimme haben. Die werden immer noch so als die da unten gesehen und die Kleinen. Ich glaube, ich würde da mit anderen zusammen überlegen, wie können wir das denn jetzt endlich auch mal in die Welt bringen. Geschrieben steht ja überall, aber in der Welt ist es noch nicht. Also ich würde so Thinktanks machen, wo auch die Kinder natürlich mit drin sind und die Jugendlichen und überlegen, wie kriegen wir das jetzt umgesetzt, dass ihr mitdenkt, dass ihr selber auch Vorschläge machen könnt, dass ihr genauso eine Stimme habt wie die Erwachsenen. Ja, und im Feld Schule würde ich multiprofessionelle Teams einsetzen, also Pädagoginnen und Künstlerinnen und Handwerker und ja, alles, was man so braucht, dass man auch wirklich alles lernen kann und die Tore öffnen und so festlegen. Manches muss man festlegen noch in Deutschland, sonst passiert es nicht. Mindestens 30% der Lernzeit sind in der Verfügungsgewalt der Kinder und Jugendlichen, wo sie eigenen Fragen nachgehen können, wo sie wirklich auch ihre Talente entdecken können und nicht solche Schulfächer haben. Ja, und eben die Schulen so zu Bildungslandschaften umbauen. Ja, und dann stellen wir uns mal vor, wir sind im Jahr 2050. Also wir haben ja die Agenda 2030 mit den globalen Nachhaltigkeitszielen. Die wollen wir ja bis 2030 erreicht haben, wie der Name schon sagt. Also nochmal 20 Jahre weiter. Wie sehen denn dann unsere Schulen aus? Also wie hat sich das verändert? Was sind da so deine Träume und Visionen und Vorstellungen? Also ich hoffe, dass wir sehr viele Orte haben in ganz Deutschland, wo Kinder so im Einklang mit der Natur aufwachsen können. Also wo die vielleicht in so solidarische Landwirtschaft und Lernen verbunden ist oder anderes. Also wo die nicht in einem Kasten sitzen, sondern wo die so ganz natürlich aufwachsen in Gemeinschaften, die dann die Gesellschaft schon erreicht hat. Also auch anderes Arbeiten und New Work und viele, viele Möglichkeiten auch Sachen herzustellen, irgendwohin sich zu begeben, aber dass es nicht dann so etwas gibt wie Schule, da musst du dann hin, sondern dass das so natürlich in der transformierten Welt wachsen die Kinder mit auf, lernen ganz viel, lernen auch ganz viel in und mit der Natur, aber auch ganz viel mit Hand und Kopf und gucken sich viel ab von Erwachsenen, aber bereichern auch die Erwachsenen in den Teams, wo sie einfach da sind durch ihre exzellenten, tollen, kreativen Ideen. So stelle ich mir das vor. Also kleinräumige Orte, nicht so 1500 irgendwo in so einem Kasten, sondern dass wir überhaupt es schaffen, nachhaltig zu leben, auch selber wieder viel anzubauen und ja, alles das, was wir so brauchen, möglichst regional zu haben. Und da gehören die Kinder und Jugendlichen dazu und lernen alles automatisch mit, bringen aber das Ganze immer wieder durch ihre Ideen und kreativen Potenziale weiter voran. Also was ich mich noch frage ist, also das klingt alles total toll, aber warum bist du denn unzufrieden mit Schule, wie das heutzutage läuft? Also was gefällt dir daran nicht? Warum sollte sich die ändern? Ja, ich sag mal was ganz Einfaches. Kinder werden krank in Schule. Also das System ist ungerecht. Das System macht krank. Nicht nur die Kinder, auch die Lehrerinnen und Lehrer. Das System nimmt
Menschen, den Kindern vor allen Dingen, die Begeisterung am Lernen. Das ist noch das Allerschlimmste, ob die jetzt ein Tablet haben oder nicht. Das ist ja die zweite Kategorie. Die dürfen ihre Begeisterung am Lernen und am nicht verlieren. Wer seine Begeisterung am Lernen verliert, der lebt auch nicht mehr. Der hat seine Lebendigkeit verloren. Ja, und so ist eben Schule heute. Und Schule richtet Kinder und Jugendliche ab auf Pflichterfüllertum, auf Bestnoten. Und das läuft so schleichend, ohne dass man das merkt. Die leisten ja keinen Widerstand, beziehungsweise gut, die sind gefrustet, manche gehen auch nicht mehr in die Schule, aber viele machen das einfach so mit und denken, super, ja, wenn ich jetzt gute Noten habe, bin ich ein guter Mensch, kriege ich einen guten Beruf. Also es ist ein richtiges Abrichten auf so eine Schiene, Kinder zum Objekt von Standards und Erwartungen von Erwachsenen zu machen. Und das nimmt ihnen die Würde und die Lernfreude. Und das müssen wir dringend, dringend radikal ändern. Und also Corona ist jetzt ja für Schule oder die Corona-Pandemie ist ja jetzt für Schule die Zäsur schlechthin. Denn, ne, wenn man jetzt so die letzten Jahre zurückguckt, gibt es eigentlich kaum eine Situation, wo wir Schule so in Frage gestellt haben oder wo es sich so, also wo das auch so in der öffentlichen Diskussion irgendwie war, wie es mit unserer Schule läuft und wie es mit den Kindern ist und so weiter. Siehst du das dann auch als eine Chance oder was würdest du fordern? Was müssen wir jetzt tun? Ja, also ich sehe das als eine große Chance, weil, ja, so steht es in jeden Zeitung, die Probleme sind wie im Brennglas aufgepoppt. Ne? Die eine Chance ist, viele LehrerInnen sind kreativ geworden, was jetzt diese ganzen digitalen Tools und Ideen und wie kann ich in Beziehung bleiben und so weiter betrifft, arbeiten stärker in Teams, tauschen sich aus, haben ja jetzt auch viele Zoom-Konferenzen erlebt. Also da ist einfach, viele haben gemerkt, wow, wenn ich da reingeschmissen werde in so eine große Veränderung, ich kann was tun, ne? Ich kann selber Dinge in die Hand nehmen. Die Gefahr ist allerdings, dass letztendlich rauskommt, weil ja in der öffentlichen Diskussion alles um Digitalisierung geht, ne, dass wir doch wieder zurückfallen in dieses gute Noten, wie jetzt auch die Abschlussklassen, das Abitur, das stand total im Fokus. Die Kinder nicht, wie es denen geht und so. Die wurden auch gar nicht gefragt, was habt ihr für Ideen? Also von ganz oben hat sich da wenig getan, würde ich sagen, und dass wir jetzt eben all das Alte digitalisieren. Da müssen wir aufpassen. Jetzt haben die alle Tablets und Laptops und so weiter und auch schicke Software, ne? Macht auch alles ein bisschen mehr Freude, aber an diesem Unterricht, Hausaufgaben, Test und liefer mal gute Noten ab und der Algorithmus hilft dir dabei. Da hat sich nichts geändert. Damit lernt noch niemand im Leben, geht noch niemand raus und übernimmt Verantwortung oder macht sowas wie den Friday oder so. Ja, also Chancen groß, aber Achtung, Digitalisierungsfalle, nicht zurückfallen wieder. Ja, wir brauchen Musterbrüche. Ja, genau. Also ein Kontrollsystem mit digitalen oder ne, Kontrolle, was ja eine große, große Rolle spielt heutzutage in den Schulen, das ergänzt um digitale Tools, ist ja jetzt keine gute Vorstellung eigentlich. Ne? Nee. Genau, also es geht ja um das Thema Lernen und was liegt da nahe? Natürlich auch dich zu fragen, was ist denn so das Wichtigste, was du in deinem Leben bisher gelernt hast? Oh, also ich habe gelernt, mutig zu sein gegenüber Aufsichtsmenschen, sag ich mal. Also ich war schon immer ein kleines bisschen mutig, aber ich bin immer mutiger geworden. Also der Mut wächst ja mit der Anwendung sozusagen. Das habe ich gelernt. Und ja, wie toll Teilen ist. So, Teilen und sich vernetzen. Das ist eh eine Gabe von mir, aber du merkst dann eben, wow, wie 100-mal alles wieder zurückkommt. So, und das ist einfach schön. Dankbar zu sein, habe ich gelernt, also vertieft, sagen wir mal. Ja, so der Zeit vorauszudenken, das hatte ich immer schon. Also
ich war immer irgendwie so, wenn ich etwas Neues in die Welt gebracht habe, so 10 Jahre voraus der allgemeinen Zeit. Ja gut, da habe ich vielleicht gelernt, dass es dann tatsächlich irgendwann sich etabliert. Aber da muss man auch aufpassen. Manchmal ist das so eine Scheinetablierung. Dann führt es nicht mehr zu Aufschrei. Aber in Wirklichkeit, nehmen wir mal Gender, Ökologie und diese ganzen Themen, ist es überhaupt noch nicht wirklich verwirklicht. Ist nur nicht so neu, dass alle sagen, oh Gott, bleib mir weg damit oder so. Das habe ich auch gelernt. Und was habe ich noch gelernt? Ja, jetzt hier mit den neuen Medien habe ich gerade viel dazu gelernt. Wie toll es ist, sich zu treffen, aber dass man auch einiges ablösen kann, bestimmte Dinge, braucht man nicht immer überall hinzufahren. Dann habe ich gelernt, also ich nicht persönlich, ja, doch, wie folgsam doch viele Menschen sind jetzt bei Corona. Das hat mich auch zum Teil ein bisschen erschreckt. Also ich meine, jetzt bin jetzt kein Corona-Leugnerin oder so, aber wie viel so dann einfach angenommen wurde und wie wenig öffentliche Diskussion auch da war, auch so multiperspektivisch, es hat ja sehr lange gedauert, es war ja immer nur die Inzidenz und die Virologen da. Ja, dann habe ich gelernt, dass die Bundeskanzlerin eine Rede an die Nation halten kann, würde ich mir jetzt auch im Bereich Klima wünschen, oder hätte ich mir schon eher gewünscht. Ja, was habe ich noch gelernt? Ja, also ich habe natürlich gelernt, ist für mich schon so selbstverständlich, dass ich da gar nicht mehr drüber nachdenke, wie viel man von den Kindern lernen kann. Das ist für mich, wie toll die sind, welche Ideen die haben, wie unbefangen die ja oft sind, wenn die noch nicht in der Mühle des Systems waren. Und für Kinder begeistere ich mich immer schon, auch so für kleinere. Aber was die wirklich uns bringen, wenn wir sie einfach einbeziehen und auch mal wirklich auf sie hören, dann kann sich schon eine Menge verändern. Ja. Ja, super. Meine letzte Frage ist, wozu willst du die Menschen einladen? Was ist so dein Appell? Wozu rufst du auf? Wo können die Leute mitmachen? Ja, jetzt im Bereich Schule beim Friday, das ist ja gerade unser großes Anschlussprojekt, wo man sich sehr gut anschließen kann, nicht nur als Lehrerin, sondern auch als Bürgerin und als NGO, als wherever, weil ja der Friday eben darauf beruht, dass viele gemeinsam den durchführen, dass der die Schule öffnet, dass wir gemeinsam die Welt verändern, dass wir überlegen, was können wir an Lösungen entwickeln. Und ich wünsche mir ja den Friday für die ganze Gesellschaft, für die Unternehmen, für die Unis und für die Schule und dass sich dann alles mischt. Die Senioren haben ja eh Zeit, aber so auch von den Leuten, die noch sonst gebunden sind. Das finde ich toll, weil ich glaube, dagegen würde so ein, weil wie sagte unser alter Bundespräsident, ein Ruck durch die Republik gehen, könnte ich mir vorstellen, wenn wir da alle gemeinsam mal zeigen, wie es anders gehen kann und nicht nur reden. Ja. Ja, genau. Kannst du vielleicht noch so in ein, zwei Sätzen sagen, was der Friday ist? Weil ich glaube, das wissen nicht alle. Ja, der Friday sind mindestens 4 Stunden die Woche, wo du ausgerichtet an den Zukunftsfragen, also an den SDGs, dir Wissen aneignest, guckst, wow, was dich interessiert und mit dem Wissen dann in die Lösung gehst. Also was kann ich jetzt damit anfangen in meiner eigenen Institution, wo ich bin, aber auch in unserer Kommune, mit wem kann ich da zusammenarbeiten und dann tatsächlich diese Lösung in die Welt bringst. Und durch Vernetzung aller dann eben sowas wie eine Bildungslandschaft oder eine Lösungslandschaft, könnten wir auch sagen, oder eine Kreativlandschaft aufbaust. Und wo wir alle zusammenarbeiten und da könnten eben auch Beschäftigte, die noch arbeiten, da könnte man sich Modelle ausdenken, dass die auch 4 Stunden vielleicht freikriegen, geben selbst noch 4 Stunden dazu, dass man da auch Bezahlmodelle findet. Das ist ja Care-Arbeit für Menschen und den Planeten, die einfach total wichtig ist und die man jetzt so ins Zentrum rücken muss. Und wenn ganz viele das machen, dann ist es im Zentrum des Bewusstseins. Jetzt ist es mehr so auch Ehrenamt und hier und da und ja, die
bestimmte Leute, die sowas machen und so. Manchmal werden sie auch noch belächelt. Also einfach als total wichtiges Element. Und aus einem Friday werden dann nachher viele. Ja, super, Margret. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und ja, also ich freue mich total darauf, dass du im September bei der Konferenz für eine bessere Welt mit dabei bist und dass man da live mit dir diskutieren kann über Lernen und Schule und Bildung und die Zukunft unseres Landes und des ganzen Erdballs. Ja, und wenn ihr da draußen auch Interesse und Lust habt an dem Thema, dann kommt einfach vorbei und diskutiert mit uns mit. Vielen Dank, Margret, an dich.